Und damit nun ein herzlich willkommen zum offiziellen Ankündigungsvideo vom zweiten Super Smash Bros. Tournament, das auf meinem Kanal veranstaltet wird. Ja, es ist wieder so ein Infovideo wie das letzte, wo einfach alles zusammengefasst wird, was bis jetzt zum Turnier feststeht, wann es stattfinden wird und so weiter. Und für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, möchte ich direkt erst einmal auf eines hindeuten. Und zwar habt ihr den Anmeldelink ganz klar unten in der Videobeschreibung. Gut, damit wäre das schon mal geklärt, wo ihr den Anmeldelink finden könnt. Und nun besprechen wir den Ablauf des Turniers. Alle, die natürlich dabei sind, bekommen wie sonst auch eine Mitteilung per E-Mail-Adresse an die E-Mail-Adresse, die sie angegeben haben, dass sie dabei sind und alle anderen weiteren Informationen. Jetzt in diesem Infovideo möchte ich vorerst noch zu sagen, bevor wir zu den Regeln kommen, es ist ein Infovideo, in dem nur kurz gesagt wird, wie es ungefähr ablaufen wird. Die einzelnen Sachen werden dann später in einem ausführlicheren Video noch besprochen. Ich wollte euch nur ein Lebenszeichen zu dem Turnier geben, weil ich das jetzt schon so lange angekündigt habe und es ist nichts mehr gekommen. Und ja, ne, damit ihr wisst, das Turnier existiert noch und es wird fortgesetzt und es wird auch stattfinden am 11. und 12. Juli 2015. Markiert euch den Tag rot, denn wie ihr jetzt wahrscheinlich schon sehen könnt, das Turnier besteht aus drei Phasen. Da ist die finale Phase, natürlich der finale Kampf um den ersten, zweiten und dritten Platz, nicht mit einberechnet. Den besprechen wir dann ebenfalls auch in den anderen Infovideo nach, welches dann dieses Wochenende noch kommen wird, den 4. und den 5. Juli. Auf jeden Fall wollte ich nur kurz besprechen, wie es ungefähr ablaufen wird. Gut, wir fassen zusammen. Die erste Phase, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen, aber ich kann es ja nachreichen. Die erste Phase ist eine Gruppenphase, bei der es drei Gruppen gibt. In jeder Gruppe befinden sich, da es 18 Teilnehmer gibt, 5 Teilnehmer plus ein Gruppenleiter. Und der Gruppenleiter sagt mir immer Bescheid, wer welchen Kampf gewonnen hat und so weiter. Und dann rechne ich alles zusammen. Die Kämpfe werden 1 vs 1 stattfinden. Das heißt, jeder gegen jeden in der Gruppe. Das sind schon mal für jeden, ich glaube, ja, 5 Kämpfe, ja, für jeden 5 Kämpfe und jeweils mit einem Leben. Die Kampfdauer sind 5 Minuten ohne Items auf Omega Stages. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Das wird dann später aber noch genauer gesagt, auf welchen Omega Stages man kämpfen darf und auf welchen anderen Stages man kämpfen darf. Das kommt dann alles in dem Infovideo am 4. und 5., wie schon gesagt. Die besten drei kommen dann weiter, also die, die die meisten Matches gewonnen haben, kommen weiter. Und die anderen drei kommen ins Loser Bracket. So, wir überspringen die Phase 2 und gehen direkt ins Loser Bracket, einfach um zu sagen, wie es da ablaufen wird. Denn es kommen 9 Leute weiter und im Turnierbaum, das geht natürlich schlecht, wenn 9 gegen 9 gegeneinander in 1 vs 1 Matches. Aus dem Grund müssen wir natürlich irgendwo noch einen herbekommen. Und dieser jemand steigt aus dem Loser Bracket auf. Der muss sich durch 2 Kämpfe durchkämpfen, nur. Und dann ist er wieder mit dabei. Alle anderen sind dann raus. Die Kämpfe im Loser Bracket sind 3 zu 3. Das heißt, jeweils die 3, die aus der Gruppe verloren haben, kämpfen noch einmal gegeneinander. Die 3, aus Gruppe 2, die 3 kämpfen gegeneinander. Aus Gruppe 3, die 3 kämpfen gegeneinander. Und dort kommt dann der Gewinner jeweils weiter. Und dann kämpfen die 3 noch einmal gegeneinander. Die Zeit in diesen Matches ist unbegrenzt, wie ihr lesen könnt, und die Leben sind auf 5 gepackt, damit man auch einen schönen langen Kampf hat, weil es sind ja auch nur wenige. Und wie gesagt, wer dann da rausgeflogen ist, ist endgültig raus. Es kann nur einer wieder aufsteigen und dieser jemand ist dann der, der aus dem letzten 3 vs 3 Match als Sieger hervorgeht. Die genaue Aufstellung der verschiedenen Turnierbäume bekommt ihr dann noch per E-Mail zugesendet, sofern ihr dabei seid. Gut, und ganz, ganz wichtig, es wäre ja kein Turnier von mir, wenn ich nicht eine Special-Regel einbringen würde. Das Loser Bracket ist natürlich wieder die Hilfe für Loser ebenfalls in den Turnierbaum zu kommen, und zwar werden die Items auch eingeschalten. Die Spawnrate wird dabei auf normal gesetzt und dann kann alles geschehen in diesen Matches. So, rücken wir weiter zum Turnierbaum.
Die Matches im Turnierbaum ganz einfach 1 vs 1, wahrscheinlich auch Best of 3, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es finden würdet, ob es ein Best of 3 sein soll oder ob es einfach nur das eine Match ist und das eine Match entscheidet. Auf jeden Fall 2 Leben, 1 Kampf, 8 Minuten, ganz klar ohne Items, Omega Stages oder so. Die Stages werden wie gesagt noch später bekannt gegeben, auf welchen in welcher Phase gekämpft werden darf. Gut, und natürlich der Beste kommt da weiter, der Gewinner aus dem Match kommt weiter, bis dann schließlich nur noch der erste Platz entschieden werden muss. Und der Verlierer ist ganz klar raus, der kommt nicht ins Loser Bracket, der ist direkt draußen. Aus dem Grund möchte ich jeden sagen, der denkt, er ist recht gut in Smash und der denkt, er wird weit kommen in der Gruppenphase. Der denkt, er wird direkt in den Turnierbaum aufsteigen. Nehmt euch am Sonntag ebenfalls noch Zeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es letztendlich ablaufen wird. Es könnte sein, dass wir alles am Samstag packen. Wenn wir nicht alles am Samstag packen, dann wird die Gruppenphase und das Loser Bracket am Samstag stattfinden und der Turnierbaum am Sonntag. Das wäre dann soweit alles. Turnierstart um welche Uhrzeit, weiß ich noch nicht ganz genau. Das kommt dann alles, wie gesagt, in einem späteren, ausführlicheren Infovideo am 4. und 5. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wann ich dazu komme, das zu machen. Auf jeden Fall, das Turnier lebt und es wird am 11. und 12. Juli ausgetragen. Gut, das war's soweit. Kurz und knapp zusammengefasst. Ich bedanke mich an alle, die aufgepasst haben und wünsche euch natürlich auch noch einen schlagtastischen Abend. Ich hoffe, ihr übt schon mal grandios für das Turnier und ich hoffe, ich werde einige spannende Kämpfe erleben. Ganz klar, ich bin auch dabei. Can you beat me? Und damit beende ich dieses Video. Einen wunderschönen Tag noch.